Gummo, wir fahren jetzt zusammen auf die Abenteuer-Allradmesse, auf die lang ersehnte Messe. Ja, das war's dann auch schon wieder. Wir sitzen jetzt gerade das ganze Team, also das Team Büro, Joachim, Simon und Patrick und fahren jetzt Richtung Bad Kissingen. Hier hinten ist natürlich randvoll, weil die Mädels sich nicht zurückhalten konnten. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Also wir sind jetzt in Bad Kissingen angekommen. Babette, Maya und Marie, also ich bin Maya, gehen heute in die Therme und danach trinken wir uns, da orgeln wir uns einen rein, weil morgen ist nicht so anstrengend. Mit Björn, am Ende sind wir morgen alle so tot. Servus und willkommen auf dem ersten Messetag bei uns. Wir haben es endlich mal geschafft, mit dem ganzen Team hierher zu kommen. Wir hatten leichte Komplikationen. Nikolai kam ein paar Minuten zu spät. Laut ihm war er pünktlich und unser Shuttle ist dann schon gefahren. Wir sind nämlich halt sehr, sehr pünktlich da und wollen natürlich, dass der Chef sich nicht irgendwie aufregt, dass wir zu spät da sind. Gestern haben sie den ganzen Tag hier noch gearbeitet. Es gab so leichte kleine Kleinigkeiten, die gemacht werden mussten. Bisschen mit Computer, Laptop, alles anschließen. Hier müssen wir zum Beispiel auch noch das machen. Nikolai beschäftigt sich hinten noch mit dem WLAN, aber ich bin mir sicher, dass wir es halt gut hinkriegen. Heute ist der Plan, Händlertag quasi zu machen. Wir haben mehrere Händler eingeladen, um mit uns hier die neuen Produkte dann auch vorzuzeigen. Wir haben natürlich hier das verdeckte Anhänger, was wir dann später zeigen würden. Wir haben die verdeckte Markise und mit dem Zelt. Teil davon habt ihr tatsächlich schon gesehen. Simon hat mich aufgenommen, wie wir quasi das Unboxing von dem neuen Zelt gemacht haben und natürlich die kleine Tour mit dem Jimny und Dachzelt. Was wir noch haben, ist natürlich der Laser-Lux, der ist da vorne, der ist auch verdeckt mit einem neuen Hilux, neue 180er Markise und neues Gen R Dachzelt. Ja, es wird ein Riesenaufwand eigentlich heute sein, also ein Riesenschrei, weil wir werden zum ersten Mal nicht nur hier in Bad Kissingen oder nicht nur in Europa, sondern eigentlich mit Alucab auf der ganzen Welt zum ersten Mal das Hardtop und die Markisen präsentieren. Deswegen, wir wollen zusammenarbeiten. Wir haben Chris, Jana und Kate von Alucab sind hier. Es kommen zwei andere, Pavel und noch der Ingenieur von Alucab. Die kommen mal hierher, um mit uns zu sein, mit uns auf der Messe zu sein, zu sehen, was Genesis so groß macht. Und natürlich sprechen wir über dies und das, coole Reisen nach Afrika, große Pläne und natürlich neue Produkte. Ihr könnt schon sehen, wir haben viele von unseren Händlern, die quasi hier auch selber ausstellen, die drin sind, teilweise aus England, teilweise aus Deutschland natürlich auch oder aus Norwegen. Wir haben aus Finnland, haben wir auch hier den Otto. Also ich bin da eigentlich sehr aufgeregt, alle zu sehen. Meistens schreiben wir mit den Leuten und jetzt können wir mit den Leuten wirklich mal unter vier Augen sprechen, sie sehen, gucken, wer es überhaupt ist. Viele von den Büroleuten kennen überhaupt die Händler nicht, also persönlich, sondern meistens Papa, ich, vielleicht manchmal Björn, die auch mal hingefahren sind oder die den ersten Kontakt gemacht haben. Deswegen ist es ganz cool zu sehen. Nikolai schraubt dann die Computer, weil wir die natürlich für heute zwar nicht dringend brauchen werden, weil die Händler bestellen bei uns auch über den Shop, aber ist nicht der Plan, dass sie jetzt direkt durch den Shop bestellen. Gestern hatten wir eine coole Zeit in unserer persönlichen Bar im Hotel. Excuse me, sie steht genau im Weg. Es war eigentlich ziemlich cool. Also einige von uns haben ein bisschen zu tief ins Glas geschaut.
Aber am ersten Abend. Björn wurde von Papa halt abends ermahnt, weil er halt. Weil er halt um 1 Uhr nachts vorne am Hotel noch gesprochen hat. Aber zu seiner Verteidigung. Er war auch der DJ und hat Stimmung gemacht. Naja, wir hatten einen Händler, der gekommen ist und Björn hat auf ihn gewartet. Deswegen. Also. Sonst. Ja, ich glaube, wir sind alle relativ gut angekommen. Wir haben, wie gesagt, auch Mikolai ein bisschen verpasst heute früh. Und Isabel war auch ganz knapp dran. Aber am Ende haben alles hierher geschafft. Und dadurch, das ist ein relativ entspannter Tag, lässt es uns eventuell alles wieder durchzutesten und durchzugehen. Und auch noch ein paar Schulungen zu machen. Und noch ein paar Schulungen natürlich für das ganze Team. Viele von unserem Team kennen überhaupt nicht die neuen Produkte. Das heißt, ich hoffe, dass sie sich alles merken und halt zu der Präsentation auch zuhören. Nicht wie in der Uni oder in der Schule. Aber ja, wir haben auf der anderen Seite auch noch unser James Baruth-Stand. Da können wir auch mal gleich hingehen. Ich nehme euch mal mit. Ich nehme euch mal mit zum besten Ort, was wir jetzt haben. Wir haben nämlich in unserer Pausenecke was ganz Cooles. Hier haben wir auch Videos. Hier haben wir unseren Laserstand. Was wir gestern von Laser bekommen haben, ist quasi die neue Sentinel. Ich glaube, das ist 9 Inch bekommen. Die sieht richtig cool und im Vergleich zu der großen Sentinel könnte sie auch relativ gut passen bei mehrere kleinere Fahrzeuge, vielleicht vorne auf der Stoßstange oder oben auf dem Dach. Was wir noch haben, natürlich ist unser Snowmaster Kühlboxen hier und unser riesen cool bleiben. Das, ja, unser Denglisches muss man auch nicht so betrachten. Aber was wir hier auch haben, ist quasi ein Platz. Da ist Babette. Hey Babette, wie geht's dir? Und Babette macht jetzt quasi Vorbereitungen für einen Webshop. Das heißt, dass ihr es schafft, alle neuen Produkte zu bestellen oder zumindest zu sehen. Und die Informationen auch über Newsletter, über Instagram, Facebook, was haben wir noch? Oder YouTube. YouTube kommt später, also dafür sind wir hier. Aber ja, das Coolste, was wir hier haben, ist nicht nur Essen für die Händler, sondern tada! Simon, mach so ein bisschen. Und wir haben halt mehrere Fässer hier bestellt. Das habe ich quasi von in unserer Gegend vom Getränke Wagner geholt. Die sind immer super freundlich. Ich fahre hin, hole Getränke meistens fürs Team. Ab und zu mal, wenn wir Events machen, haben sie die ganzen Sachen, die wir vorbereiten oder mieten können. Jetzt habe ich hier quasi einen Zapf bestellt. Distelhäuser Keller habe ich nämlich entdeckt, dass es in Würzburg gibt. Das Distelhäuser Pilz ist nicht unbedingt mein Geschmack, aber das Kellerbier schmeckt richtig geil. Da ist der Chef, der läuft quasi immer noch rum. Gab's halt, der Einzige, der arbeitet, ja, das ist Chef. Ja. Das sagt er auch immer, aber meistens ist Schreien das Arbeiten. Aber ja, lass mal da eine Tour machen und dann lass mal sehen. Ich kenne erstens die halbe Leute hier nicht. Deswegen, aber wir haben den Ram. Hier ist unser Hilux, da ist unser Canopy Camper. Und wir haben natürlich hier unser James Baruth Stand. Also erstmal einen geilen Wrangler. Mit den Sentinels. Und hier haben wir die unterschiedliche Dachzelte. Bei James Baruth gibt es auch eine Neuheit, aber die werden wir jetzt auf der Messe noch nicht präsentieren. Das werdet ihr dann hoffentlich, bis das Video draußen ist, erfahren. Ich werde jetzt nicht mehr zu tief da reingehen, sonst verblabber ich mich. Aber es kommt richtig coole Sachen.
Aber das ist unser James Roode-Stand. Das heißt, wir haben jetzt unser Raptor mit eigentlich dem neuen Hardtop, Falcon-Markise. Hier haben wir auch einen weiteren einen normalen Space, das ist ein XXL-Space. Und die anderen Dachzelte, die wir quasi dann morgen öffnen werden. Auf der anderen Seite ist noch der Bernd. Wenn er da ist, dann werden wir zu ihm gehen. Aber ja, bis dann. Ah, und natürlich, da ist Simon. Simon geht jetzt alles durch, guckt, dass er auch Fotos macht, weil wir machen natürlich nicht nur das Vlog, was wir jetzt eigentlich drehen, und er soll er natürlich halt eine Art B-Roll fotografieren, sondern er soll auch Fotos für uns machen. Wir brauchen sehr viele Fotos von der Messe, damit wir sehen, wie die Sachen überhaupt aufgebaut sind im Nachhinein. Simon, erste Eindrücke von der Messe? Ein bisschen überwältigt. Also riesig. Also unser Stand ist überragend. Ohne jetzt zu arrogant zu werden. Danke, danke. Also ich sehe es ja auch zum ersten Mal. Ich war ja beim Aufbau überhaupt nicht dabei. Genau, ja. Schon sehr geil, muss ich sagen. Also für Simon ist es die erste Messe tatsächlich, also überhaupt in Bad Kissingen zu sein oder mit uns zum ersten Mal auf der Messe zu sein. Deswegen, wir haben eigentlich ganz schön viel Trash-Talk für ihn gemacht halt im Vorraum, weil jetzt seid ihr drin. Ja, kein Problem. Ja. Ah, okay. Sehr fest. Aber ja, genau. Also das ist dein erstes Mal in Bad Kissingen, das erste Mal mit uns auf Messe. Wie fandest du gestern Abend? Ja, ich hätte vielleicht einen Drink weniger trinken sollen. Leichtes Kaffee in der Früh, aber ja, ich glaub, da muss ich durch. Ja, das hätten wir alle machen sollen. Aber ich war schwimmen heute früh zum Beispiel. Also, muss mir vielleicht zeigen, wo das ist. Ja, okay. Unten, und es gibt ein Spa bei uns im Hotel. Da ist heute nach der Arbeit, werden wir uns hoffentlich vielleicht dahin schlendern und gucken, dass wir uns ein bisschen erholen, weil morgen wird ein richtig harter Tag sein. Also ja, morgen wahrscheinlich, oder? Genau, ja, die ganze Woche natürlich durch, aber heute mit den Händlern ist es relativ entspannt. Morgen wird es sehr interessant sein. Also, ja, aber ich will dich nicht weiter aufhalten. Viel Spaß. Eben. Und gib mir Bescheid, falls du was brauchst. Eins von den neuen Sachen, was wir quasi gemacht haben dieses Jahr. Wir haben diese Riesenbildschirme, die ich eigentlich in meiner Wohnung haben möchte, mit Metallgerüst aufgestellt. Und wir haben eigentlich fast alle Neuheiten, alle Produkte schon im Voraus gefilmt. Also Simon und ich waren relativ fleißig, beziehungsweise Simon war fleißig, weil er es danach auch alles bearbeiten musste. Und hat euch nicht nur alles übersetzt, was wir quasi da erzählt haben, sondern auch quasi gewisse Features auf bestimmte Videos auch noch draufgepackt. Das heißt, man muss nicht alle also warten, dass einer von uns frei wird, sondern man kann sich auch die Videos anschauen und verstehen, was Neues, welche Features das hat, was sind quasi die Neuheiten oder die besseren Features oder die Verbesserungen, die quasi gekommen, die damit gekommen sind, kann man sich alles anschauen, und das werden wir natürlich auf YouTube dann hochladen. Hier ein weiterer Fernseher, hier haben wir das neue Dachzelt. Eigentlich haben wir es auch draußen verdeckt, aber ja, wir dachten, wir öffnen es. Das hat eigentlich ein paar coole Features innen drin, zwei Zubehörteile. Ein Stück davon ist ein runterklappbarer Tisch, der quasi halt von der Decke kommt. Und unten gibt es so eine Art Stell für die Matratze, was man hochklappen kann. Das heißt, man könnte quasi aufrecht sitzen innen drin und am Laptop arbeiten. Was wir hier noch haben, ist natürlich unser Rahmen.
und das coolste Team meiner, na, das passt nicht in. Achso. Ja, und unser, und unser Team wird da arbeiten. Wir haben da eine Kasse, da eine Kasse, da eine Kasse. Und man könnte natürlich immer über die Tablets alles bestellen. Und nachdem man das bestellt hat, muss man quasi nur an der Kasse bezahlen. Es gibt so eine Funktion bei uns, anstatt über PayPal oder ähnliches, kann man direkt an der Kasse zahlen. Da könnte man quasi bar oder mit Karte oder mit Handy bezahlen. Also, ich glaube, das war's fürs Erste. Mal sehen, wie der Tag abläuft. Und ihr werdet hoffentlich da ein paar Impressionen von der Händleraufstellung haben. Bis dann. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. And we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring her to the hood like she carrying silver. When she keep on turning head, cause when she walk that thing, jiggle, jiggle. And we going back to back on them like we Huey and we Riley. This that back in my back flow, we back again so high. Genau. Ach, soll ich jetzt reden? Na. Also servus Leute. Heute mal nicht Jonathan im Video, sondern Babette und ich. Marketing. Marketing. Heute ist der erste Tag der Messe, beziehungsweise der Händlertag. Und wir laufen jetzt einmal über das ganze Messegelände und nehmen euch mit und zeigen euch mal die Aussteller, die heute so da sind. We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Let's move closer to a new history, find out what we can be together. Take my hand and we will conquer the world. This is our final chance. Ganz normal, wie bei jedem Auto auch. Kupplung, Bremse, Gas. Mit der einzigen Besonderheit, wenn der Gang mal drinnen ist, dann kannst du die Kupplung vergessen. Also willst einfach loslassen? Ja, willst du noch ein Stück zurück? Oder? Ja, das macht nichts. Okay. Wir sitzen vor der Vorderachse. Okay. Das musst du ein bisschen beachten, wenn du lenkst. Mhm. Ansonsten siehst du alles eigentlich in den Spiegel. Ja, so, dann diese Richtung. Und einfach jetzt die Bremse loslassen. Ja. Und wenn es zu schnell wird, einfach Bremse treten.
Runde von allem? Ja. Sauber, Babett. Wunderbar. Vielen Dank für die schöne Fahrt. Also Leute, wir sind gerade mit Mancut 4x4 von Trainer. Beziehungsweise ich bin gar nicht gefahren, sondern Babett. War eine holprige Fahrt, würde ich mal sagen. War es trotzdem geil? Hat geklappt, ja. War klasse.